Warum opfern sich immer alle für irgendwelche Anführer, ne? Rede mit dem Man da. Okay, wir gehen aber erstmal zu unserem Stein hier. Sei froh, dass du John adoptiert hast. Ist so, ne? Ohne den wäre das gar nicht gewesen, die Stelle. Hallo. Wo ist die hin? Da. Hätte sich jemand anderes geopfert, jemand, den wir lieber haben. North oder was? Oh. Aber warum muss ich überhaupt jemand opfern? Nach dem Geschehen. Warum ist sie wieder neutral? Vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Kamsky. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Still bleiben. Dieser Ort, Amandas Bild, Connor... Amandas Bild. Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Kamsky, Connor, Serie Cyberlife, dieser Ort. Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version, seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Connor, Serie Cyberlife, Geheimnis, Kamsky, Geheimnis. Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und das... Mach du das doch, Bitch! Nur du kannst einen Bürgerkrieg noch verhindern. Finde die Abweichler. Oder es kommt zum Chaos. Das ist deine letzte Chance, Connor. Barbara Jäger, was ist los? Ihr seid raus. Das Mark ist jetzt tot. Also er wurde gerettet. Was? Das werde ich dir nie verzeihen, Barbara Jäger. I'm so sorry, aber er ist, glaube ich, nicht tot. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr, das ist ein Scheiß. War aber ja Mörder. Ey, John hat ihn doch gerettet. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, hast du getrunken? Hey, aber Lisa. Entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder was beim du Mord. Sie geschrieben hat, warte. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Barbara Jäger, Jager. Ist hä, Barbara Jager? Hä? Warum Barbar? Leute, wir sind befreundet mit Hank. Oh mein Gott. Ich habe North gekriegt, ich habe Hank gekriegt, ich habe. Jetzt muss ich nur noch Luther kriegen. Ach, Barbar. Ach, oh lol. I see. I'm sorry. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Jetzt brauchen wir nur noch Luther. Barr, barr. Keine Wahl erklären, mehr Zeit, frustriert. Mehr Zeit. Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Du gehst also zurück. Sie hat gecheckt und dann lacht sie nicht. Ich hab doch gegrinst. Mich deaktiviert. Aber er lebt ja noch, deswegen stimmt's ja nicht. Außer bei den anderen, die ich umgebracht habe, da stimmt es. Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Keine Menschen, defekt bedauern, kein Zweifel. Oh. Das sind keine Menschen, Lieutenant. Das sind defekte Maschinen. Das sind keine Menschen. Das sagen wir immer, wenn wir jemanden unterdrücken wollen. Oh, Hank. Was du eben nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Dafür kann ich mich nicht mehr beruhigen. Entschlossen beunruhigt. Ich weiß nicht, wieso ich es tat.
Freunde, gute Officer Hanks Geheimnis auf Hanks Geheimnis. Ich weiß, dass Sie Probleme haben, Hank. Bist ja schon lange am Zocken dran. Da geht mal schnell was unter. Yes, darauf schieben wir es. Ihr Leben zu leben. Ich bin zwar nur ein Haufen Plastik, aber ich muss das sagen. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird CyberLife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Jetzt haben wir schon wieder keine Zeit. wie lange trägst du eigentlich schon diese Katzenohren? Boah, die hat James eingelöst. Da war ich bestimmt 2-3 Stunden hier. Also... Ich kann sie nicht ewig aufhalten. Plus eine Stunde die Dings. Plus eine Stunde, die wir vorher gestreamt haben. Mit Problemen oder so. Ich weiß nicht, oder halbe Stunde. 11 minus 3. Seit 8 Stunden oder so. Glaube ich. Perkins! Schlägt er den jetzt? Wohin mit uns? Aufhören, Lieutenant! Ist euch! Ja, okay, wir sollten uns das vielleicht nicht angucken. Wo müssen wir hin? Was steht da? Geh in die Asservatenkammer. Ich glaube, rechts ist der Ausgang, ne? Wichser, zeig ich's jetzt! Das wird sie ihre Marke kosten, sie Irrer. Weißt du, wo du deine Scheißwaffe entsteckst? Woher soll ich denn? Scan. Danke für 100 Bits. Wo ist die fucking Asservatenkammer? Room 1. Observation Room. Woher soll ich denn wissen, wo das ist, Mann? Ich glaube, er hat mir die Nase gebrochen. Captain Fowler. Archive, ist es da? Yes. Okay, sorry, also ich muss jetzt scannen. Vielleicht sind hier ja irgendwelche Hinweise. Hey, ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Piss dich. Vielleicht halt nur ruhig ironisch. Ich werde noch die Beweise in meinem Besitz erfassen. Aber keine Sorge. Ich bin sofort weg. Unser spezieller... Unser Freund, der Gavin. Bäh. Der Scheißkerl. cooler Typ. Wie der gerade geguckt hat, Lul. Ich mal ein bisschen. Wichser. Scheiß Androiden. Hat schon mal deine Basis, Junge. Ups, das wollte ich gar nicht. Evidence Room. Haben wir hier noch was? Nope. Let's go! Okay. Hanks Passwort. Sumo! Wie hieß der Sohn nochmal? Knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen. Geburtsdatum, scheiß Passwort, Hank Anderson. Scheiß Passwort. Easy. Natürlich. Ist Jericho. Die Antwort ist ach, krass, das sind auch Beweise. Okay, die drei. Also eigentlich sollten wir alle drei Sachen schaffen, oder? Ja, dann stell dich doch dahin, du Keks. Was ist erforderlich? Vier. 7, okay.
Achso, man kann nur so gucken. Oh. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Jetzt verschwenden wir Zeit. Wo versteckst du dich? Zurücklegen. Skulptur. Zurücklegen. Toll. Tagebuch. Das haben wir noch nicht gelesen. Luperns Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Ja, dann entschlüssel es doch, Mann. Du bist doch ein Android. Entschlüsselungscode. Ach so, okay. Also eventuell haben wir die Möglichkeit, von irgendjemandem sowas zu kriegen. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Reaktivierung unmöglich. Funktionsfähige Bio-Dings. 417 ist dabei. Okay. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Hä, wo kriege ich denn das ganze Zeug jetzt her? Ach, lol. Ich kann die einzelnen Dinge nehmen und die Dinge. Lol. Okay, warte mal. Welcher ist denn am schlausten, jetzt zu reaktivieren? Der erste, ich glaube, der macht keinen Sinn. Der weiß ja nichts. Wer war das hier nochmal, der zweite? Boah, wer ist das nochmal? Ach, das war der im Verhör. Ich glaube, wir reaktivieren den letzten, oder? Was brauchen wir? 3983. Müsste der andere das ja haben. Kann ich einfach alles von dem nehmen? Ah, ne. Geht nicht gleichzeitig. So, 3 Minuten haben wir noch. Vielleicht können wir ja sogar 2 reaktivieren. Es ist dunkel. Wo? Wo bin ich? Direkthilfe, direkt. Ich muss Jericho finden. Sag mir, wie ich dorthin komme. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Ja, Pech gehabt. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Oh, huch. Und der hier braucht... Ach so, bei dem ist Reaktivierung unmöglich. Versuche ihn auszutricksen. Okay. Gibt's da irgendwas, was wir nutzen? Vielleicht Marcus? Ich glaube, den können wir nur für Ersatzteile benutzen. Können wir vielleicht Marcus Bild nehmen? R2, okay. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Entschlüsselung. Ey, den Entschlüsselungscode hätte ich auch gerne. Wessen Buch war das? Ich glaube, von keinem von dem, oder? Wer ist da? Wer bist du? Marcus' Stimme imitieren. Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Bist du das? Ich wurde zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt.
Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ja, red nicht so viel. Wir haben keine Zeit. Ich will noch mit den anderen reden. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Ach, das ist nicht gut, dass der Connor das weiß. Aber besser er als der andere Typ, oder? Marcus? Ist das du, Marcus? Verlass mich nicht, Marcus! Ich finde die Musik irgendwie voll nice. Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Ich hatte noch 3 Minuten. Oh, jetzt muss ich schon wieder kämpfen. Oh, fuck. Scheiß Quicktime-Events. Mami. Kann ich ihn bitte erschießen? Oh ja, den erschießen wir, wenn das geht. Nur K.O. geschlagen. Schade. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Yes! Wir töten niemanden. Kann ich den bitte erschießen? Ja, die Blöden erschießen wir ja auch. Und Connor hat Gavin K.O. geschlagen. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Das hier wäre wahrscheinlich verloren gewesen. Okay, man hätte ihn nicht umbringen können, aber immerhin K.O. geschlagen. So, haben wir jetzt die richtigen Sachen erfahren. Jericho finden. Ach, wir hätten so oder so Jericho gefunden, kann es sein? Rippers Tagebuch. I don't know.